Okay, Leute, es ist passiert. Es ist einfach passiert. Bäm, Mann! 50 MAW Rubinohrringe. Are you kidding me? Das kann jetzt nicht wahr sein. Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Ich habe zwar jetzt nochmal 16 Stück abgegeben und kann jetzt schlecht hergehen und die alle wieder rausnehmen, aber ich bin fertig. Ich habe 50 MAW Rubinohrringe abgegeben. Let's go. So, wie viele durch mein letztes Video schon wissen, habe ich eine massive Spende bekommen. Und zwar vom guten Richie. Ich habe mich auch anfangs dagegen gewehrt, weil ich eigentlich als Free-to-Play ja schon mir genau überlegen muss, wie ich mit Geschenken umgehe. Aber habe dann natürlich nachgegeben und die Geschenke angenommen. Auch weil er halt meinte, es liegt bei ihm nur rum. Und bevor es einfach nur rumliegt, können wir und meine Community damit einfach viel mehr anfangen als er. Die Originalaufnahme gibt es dazu leider nicht, weil ich vergessen habe, den guten Chindochun im Hintergrund zu muten. Und damit er jetzt hier nicht beide Stimmen hört, plus irgendeiner ganz normalen Musik, muss ich das Ganze jetzt einfach nochmal aufnehmen. Komplett jenseits von Gut und Böse, so viel Support hatte ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie wieder kriegen und hätte ich auch nie erwartet. Das ist komplett krank. Also mir fehlen da echt die Worte. Ich bin absolut sprachlos. Das ist absolut irre. Von vorne bis hinten. Alleine eins dieser Items ist halt schon komplett krass. Aber das alles in Summe ist halt übelst heftig. Ungefähr preislich, wenn wir alles zusammenrechnen, liegen wir bei grob 450 Won. Ich sag mal, wenn wir ein bisschen schneller verkaufen und so, 400 Won. Und 400 Won ist halt schon echt krank. Also einfach so mal kurz 400 Won gesteckt zu bekommen, ist absolut insane. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Das hilft mir sehr. Bei meinem letzten Video hatte ich ja gefragt, wie wir damit umgehen sollen. Und die Antworten gingen ganz stark in eine Richtung, nämlich, dass ich alles behalten soll und daraus einfach Content machen soll. Wie der Content dann aussieht, sind die Leute quasi offen. Also mein Content kommt ja relativ gut an. Ich soll damit einfach machen, was ich möchte. Und das werde ich dann auch entsprechend so tun. Das bietet mir sehr viele Möglichkeiten und für euch Content. Ich denke, das passt dann auch. Das Thema PvP-Turnier wird auch kommen. Die Anmeldung startet jetzt noch nicht, sondern erst für das nächste Wochenende, also für nächste Woche. Genau, das kommt dann auch noch demnächst. Und nochmal wirklich vielen Dank, das ist komplett irre und jenseits von Gut und Böse. Die gute Katara hatte mir geschrieben, ich weiß schon gar nicht mehr, an was es genau ging. Ich glaube, da waren Fragen zu SC3 Mundi Event oder so. Und irgendwie kamen wir drauf, dass sie gar keinen RW-Handschuh hat für das Modi-Event. Und dann habe ich direkt angeboten, ob ich ihr da nicht helfen soll und ihr da ein paar Handschuhe droppen soll. Und genau das habe ich dann getan. Und nach einigen Metins hatte sie dann auch zwei Handschuhe, also 6 Stunden, und war fürs nächste Event ausgestattet. Ich hatte dann im Anschluss noch einige Infos zum Thema Aufhebepad gegeben, wie man das quasi farmen kann und dann die Bondis damit eben entspannt farmt und wie man es danach noch weiter benutzen kann, um weiter Won zu machen. Man kann nämlich pro Aufhebepad, ich sag mal entspannt, zwischen 2 und 4 Won machen, nur indem man die richtigen Items Autohand farmt. Man muss halt irgendwie ein bisschen gegenpotten, je nachdem auf welcher Map man steht, aber wenn man da jetzt ein, zwei rote Autotränke reinschmeißt, dann kann man da mit dem richtigen Char schon sehr, sehr, sehr viel Won machen. Die 1-Won-Spende kam von Too Nice. Also der Kollege heißt nicht Akoya, sondern Too Nice. Vielen Dank auch an deine Spende. Okay, es geht los. Es gibt jetzt die ersten PvP-Clips, Leute. Schaut euch das an. Ich mit meiner Faust. Oh, wait, meine Eiche muss an. Gegen diesen CL1-Ninja. Ich mache ihm 3K-Skills. Und er rennt weg. Nein, also er hat mich gerade eben schon komplett weggenutzt. Ich habe überhaupt gar keine Chance. Es wird Zeit, dass ich mal wieder eine Waffe bekomme. So, wir haben jetzt dem Kollegen Ice Cube da gerade die Steine reingemacht, weil er als Anfänger natürlich keine Splitter entfernen hatte. Und jetzt drehen wir hier noch ein bisschen dran rum und hoffen, dass wir ein Upgrade bekommen. Ich glaube, damit könnte man zufrieden sein.
So sieht das übrigens aus, wenn der Kollege Selis liest. Agro, schlechtes Zeichen. Agro, ganz schlechtes Zeichen. Agro, ganz schlechtes Zeichen. Streng dich mehr an. Los jetzt. Tragödie. Also mit den 75er Event Charts, die täglichen 5 Cores zu farmen, ist auch komplett entspannt. Ich wurde jetzt von AKG88 angehauen, ob er in meine Gilde darf. Und bisher war meine Gilde absolut nicht relevant. Die Teilnehmer belaufen sich auf mich und meine Buff. Aber er hat Interesse, dass wir da eine Community-Gilde draus machen. Und ich hatte das eh eigentlich immer vor, bloß hat bis jetzt keiner Interesse gezeigt. Daher versuchen wir jetzt einfach mal unser Glück. Also wer mein Content feiert und auf Ruby spielt, könnt gerne in die Gilde kommen. Kann man bestimmt auch mal zusammen ein paar Runs laufen und so, sobald wir mal ein paar Leute haben, die da mitmachen können. So, wir geben jetzt Vairo hier 5 Won, aber wir schenken ihm die nicht, sondern der Boy hat uns Ebis plus 0 mit 20 Teufel in die Hand gedrückt. Natürlich kann nicht jeder den ganzen Tag einen Shop laufen lassen. Das heißt, der gute Vairo hat dann mir die Ebis gegeben, damit ich die in meinen Shop reinstelle. Ich habe nämlich immer Platz in meinem Shop. Mein Shop ist nicht voll, das heißt, ich kann hier auch jedem anbieten, der es nicht schafft, selber einen Shop zu stellen, einfach mir das Item zu drücken und dann stelle ich das in meinen Shop rein. Also aktuell habe ich so 15 Spots ungefähr frei. Da könnte man sich austoben. So, der gute Liz hat meine Zodiac-Klinge jetzt geswitcht. Die 18 FKS sind raus. Damit ist das Schwert tatsächlich jetzt auch komplett uninteressant. Also die ganze Aktion, dass er auf mich zukommen und den Deal immer noch annehmen könnte, ist damit auch offiziell gelaufen. Interessante Waffen, die jetzt noch in Frage kämen, sind zum einen die Schlangenklinge plus 9 hier. Die liegt halt bei fast 800 Won und ich könnte die sogar auftreiben, wenn ich zum aktuellen Preis alles mögliche verkaufe, was ich rumliegen habe, vor allem die Königsbeuten. Aber da die gerade viel zu günstig sind und noch um locker 50% im Wert steigen werden, würde ich damit halt viele hunderte Won verlieren, statt dass ich einfach abwarte. Deshalb sehe ich es im Moment nicht ein, meine Königsbeuten zu einem schlechten Preis zu verkaufen. Das andere, was in Frage käme, was etwas interessanter ist theoretisch, wäre hier für 15 Won von dem guten Humble die Schlangenklinge plus 2. Die hat relativ gute Werte, keine geilen Werte, also diese Waffe könnte man zum Beispiel nicht auf plus 15 uppen, aber sie wäre gut genug, um sie auf plus 9 zu machen, oder ich sag mal plus 7, plus 8, weil ungefähr ab plus 7 ist eine Schlangenklinge vergleichbar mit einer Zodiac-Klinge. Dann könnte ich also das Spiel weiterspielen, wenn ich die auf plus 7 bringen würde. Aber ja, das One würde vermutlich nicht reichen, was ich gerade rumliegen habe, um diese Klinge fertig zu machen und auf plus 7 zu uppen. Daher schwierig, wie ich jetzt am besten mit der Situation umgehen soll. Die Waffe ist auch ziemlich günstig, also es könnte auch gut passieren, dass die irgendwann nicht mehr auf dem Markt ist. Es gibt keine vergleichbare Schlangenklinge, also keine mit vergleichbar guten Stats, die für einen vergleichbaren Wert auf dem Markt wäre. Sondern das ist quasi die einzige Low-Budget-Option. Und ich müsste sie halt nicht direkt auf 9 ziehen, sondern könnte sie auch ein bisschen niedriger benutzen, plus 7, plus 8. Inzwischen hat meine Waffe 33 DSS, auch komplett useless. Also die Combo aus 33 DSS ohne DB, 8 Metin und 22 Eis ist so unglaublich nutzlos. Also der Boy muss wirklich noch weiter drehen, weil so wird er da ganz sicher nicht glücklich mit. Eine Anzeige an eine anonyme Person, die er nicht kennt, bei welcher es sich um Eigentum der Gameforge gehandelt hat, wo reine Fakten und Chats gepostet wurden, ohne je irgendeine Aussage zu treffen. Im Moment stehe ich doch vor der Entscheidung, ob ich für 15 Won die Schlangenklinge von Humble kaufen soll oder ob ich vielleicht hergehe und anfange selber Schlangenklingen zu craften. Das würde natürlich ziemlich viel kosten und wäre der reinste Gamble, aber es wäre halt auch Content und es könnte ja klappen, dass was Gutes rumkommt. Daher wäre meine Frage an euch,
Habt ihr da Bock drauf und würdet ihr sagen, das lohnt sich vielleicht, wenn ich jetzt einfach mal anfange, ein bisschen Schlangenklingen zu craften? Der Markt ist wirklich tot. Also da kommen so, so selten neue Waffen auf den Markt. Das erneutes Update meiner Zodiac-Klinge. Inzwischen hat sie 33 DSS, 12 Stärke, 3 dB. Es wird alle paar Stunden ein bisschen besser. Irgendwann ist er beim Ursprungswert angekommen. Wir kaufen jetzt ein paar Kostüm-Boni-Transfer raus. Das Event geht noch eine Woche. Und ja, die gehen ja so ein paar Wochen nach dem Event, gehen die Richtung 3-1 hoch. Da kann man dann schon ein bisschen Gewinn rausschlagen. Ich kaufe jetzt auch nicht so viele. Ich glaube bis 1-1, bis 2-1-20 kaufe ich die mal. Also, es könnte zwar sein, dass ich irgendwann ein 1 brauche für eine Waffe. Aber das wird schon passen. Notfalls kann man ja handeln und einem die Items in das Handelsfenster legen. Habe ich eigentlich jemals einen Clip gemacht zum Thema BioQuest? Denn aktuell bin ich bei der Geisterbaum-Bio. Und... Wait, ich mach die Eiche an, sonst wird das übel. Und die ist jetzt quasi fertig. Also ich muss jetzt bloß noch den Seelenstein farmen. Und dann bin ich damit auch durch. Und da ist das gute Teil gedroppt, als ich mich dann zu den grünen Bäumen begeben habe. Richtig nice. Und damit geben wir das Ding auch gleich ab. Zack. Und da ist es passiert. Schadenswiderstand 10%, Bewegungsgeschwindigkeit 11 Punkte. Let's fucking go. Nice. Ich glaube, die nächste Bio gibt dann sogar 10% Damage. Also die wäre noch richtig, richtig geil. Und alles, was danach kommt, ist dann nicht mehr ganz so wild. Zumindest als Magieklasse. Update zu meiner Zodiac-Klinge. Inzwischen hat sie 30 DSS und 10 Crit. Also du musst dich schon noch ein bisschen mehr anstrengen, Liz. Ich glaube nicht, dass das jemand haben will. 335 Won, also ich glaube schon auch, dass der gute Liz bereut, was er getan hat, weil die lässt sich nicht so geil verkaufen und was er da auch noch reinstecken musste an Won, um überhaupt da mal ein bisschen Bonis reinzukriegen, alles nicht so einfach. So, das ist jetzt die erste Ladung kleiner Segnungen. Das sind genau 7000 Blumensamen. Das heißt, wenn mein Mathe funktioniert, dann blende ich euch ein, wie viel ich dieses Mal gebraucht habe pro Event Drop. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen, den ersten Switch zu kriegen. Das letzte Mal war ja richtig geil. Also ich befürchte tatsächlich, dass ich irgendeinen Bug erwischt habe. Ja, das möchte nicht. Möchte einfach nicht. Boah. Ich muss mir echt überlegen, ob ich das Ding bald abbreche, weil es funktioniert nicht. So, die zweite Runde Metins ist geklärt. Wir kommen wieder auf ungefähr die gleiche Anzahl kleiner Segnungen. Also sieht solid aus. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es möglich ist, hier einen Switch drauf zu landen. Es sieht so buggy aus, dieses Item. Oh. Wir haben einen Switch bekommen. Wir waren einfach nur unlucky. Wir hatten jetzt ungefähr 80 Fails. Und dann auf einmal haben wir einen Switch bekommen. Aber MAW sieht anders aus. Ich glaube, die haben sich verschrieben. Glaubt ihr auch? Egal, weiter. Das zeigt, es ist möglich, einen Switch zu kriegen. Oh, noch ein Switch. 5! Nein! Doch nicht 5! Ihr habt die 0 vergessen. Die 0! Leute, ihr habt die 0 vergessen. Ja, MP und Gift. Aber wir bekommen Switches und Gift und TP. Das heißt, wir waren nur unlucky. Also kann ich jetzt ohne Bedenken weiterfarmen. Let's go. So, die nächste Runde kleine Segnungen. Diesmal waren es weniger. Ein gutes Stück weniger. Aber was soll's. Vielleicht sind die ja dafür qualitativ hochwertiger und switchen mir 60 MP 1% Wit
geil. 5 Giftwiderstand. Ja, weiß ich jetzt nicht. 450 TP. Bislang hat er keinen Bock, der Tali. Und auf in die nächste Runde kleiner Segnungen. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, bis wir hier mehr als 5 MAW drauf sehen. Und wenn ich jetzt 10 bekomme, dann ist halt auch nicht geil. Oder man bekommt natürlich einfach einen Haufen Müll. Noch mehr Müll. Und das war's dann auch wieder. Auch hier habe ich die Aufnahme verbockt. Aber ich kann mich nicht erinnern, was drauf kam. Also schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Hält sich stark in Grenzen, ja. War jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Aber es waren viele Switcher. Das muss man schon auch wieder bestätigen. Leute, es ist soweit. Meine Rubino-Ringe sind fertig. Bitte, bitte irgendwas Krasses. Auf dem zweiten Boni, komm schon, komm schon. Nein! 2 Sekunden Feuerwiderstand. Aber Leute, 50 MAW Rubino-Ringe. Holy shit. Mein Twitch-Stream kennt die Dinger nicht. In meinem YouTube-Video kommt der Clip als zweites. Das heißt, da kennt man es dann. Aber ja, ich habe einfach 50 MAW Ohrringe abgegeben. Und jetzt sind sie auch fertig. Und jetzt können wir die auch switchen. Also, unsere Rubino-Ringe, die müssen wir jetzt natürlich noch drehen. Ich glaube, das ist Zeit für Girlfriend-Switcher, oder? Du drehst jetzt diese insane krassen Rubino-Ringe plus 0. Was muss ich machen? Also das, was über den Ohrring ist, ja. Genau, das ziehst du auf die Ohrringe drauf. Und wir brauchen irgendwas Lustiges, okay? Also davon ja. 20 oder von dem Schwert ganz viel. Und das ist auf jeden Fall Müll. Du hast getrollt nochmal. Sag einfach Stopp. Oh, das reicht schon. Das hat 20 Teufel. Das brauche ich zum Leveln von meinem Pet. 2 Switcher, gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Hast deinen Job als Girlfriend erfüllt, haust rein. Der Situation entsprechend sieht mein Shop jetzt auch echt wild aus gerade. Ich habe jetzt einfach mal den gesamten Support hier reingestellt. Und das ist halt schon echt krasser Shit. Also ich gehe es jetzt mal schnell durch. Könnt ihr pausieren, falls es jemanden interessieren sollte. Ich habe jetzt die meisten Items sehr teuer angesetzt. Einfach, damit ich dann Stück für Stück mit dem Preis runtergehen kann und ich nicht aus Versehen was viel zu günstig verkaufe. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht sonderlich spektakulär war dieses Mal. Falls euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Haut rein!